Der unsichtbare Tod? Nein, vielmehr die unsichtbare Verarschung. Und ganz im Ernst, bevor ich jetzt in meinen typischen Talky-Rant-Modus gehe, okay, vielleicht ein bisschen zu spät dafür, möchte ich noch einmal eines wirklich festhalten. Ich liebe die Eurocult-Collection vom großen X. Ich respektiere die Arbeit, die Andreas Bethmann und sein Team in diese Reihe investieren und was wir in den letzten Jahren für großartige Veröffentlichungen im Rahmen der Eurocult-Collection bekommen haben. Ich hasse diese Reihe nicht, ganz im Gegenteil. Für mich ist die momentan einer der großen Eckpfeiler meiner Mediabook-Sammlung und eine Reihe, die ich wirklich, wirklich geil finde. Trotzdem schießt das große X ab und zu den ein oder anderen Bock, der mich dann wieder davon abbringt, diese Reihe so sehr zu lieben und Jahr für Jahr zu der besten Reihe des Jahres zu küren, wie ich sie eigentlich ganz gerne machen würde. Sind es irgendwelche Filme wie Afrika Adio, die ich eigentlich um den Tod nicht in meiner Sammlung hätte haben wollen, aber mich durch die Durchnummerierung hier auf dem Spine eigentlich quasi dazu genötigt und gezwungen fühle, sie zu haben? Sind es irgendwelche Hardcore-Pornos als Bonusfilme, die ich in meiner Sammlung auch nicht haben will? Sind es irgendwelche grottenschlecht verpixelten, unscharfen Cover wie bei Killer's Moon? Irgendwas passiert eigentlich fast immer und das nervt. Ganz im Ernst, wieso kann es nicht einfach so sein, dass man sein Geld in eine Reihe investiert und dann Dinge bekommt, mit denen man wirklich eins zu eins zufrieden sein kann? Und der neueste Bock sind jetzt die Eurocult Collection Veröffentlichungen Nummer 60 und 61 oder, wie man auch dazu sagen kann, die Eurocult Collections Nummer 60-61, denn, wie ich vorher gesagt habe, die unsichtbare Verarschung unter Anführungszeichen bekommen wir nämlich mit den Mediabooks Nummer 60 und Nummer 61, wie hier auf dem Cover lustigerweise steht, hier nicht. Ein Double Feature Special. Das ist grundsätzlich etwas, was bei mir, ehrlich gesagt, bei der Eurocult Collection nicht einmal eine Sekunde des Nachdenkens hervorrufen würde, weil die Eurocult Collection ist ja bekannt dafür, dass es nicht immer DVD plus Blu-ray Combo Features gibt, sondern nur dann, wenn der Film tatsächlich eine absolute Premiere darstellt und uns das große X einfach lieber den Hauptfilm als Blu-ray spendiert und noch kostenlos auf als Bonus-DVD einen anderen Film dazu beilegt. Aber in diesem Fall gibt's ein klitzekleines Problemchen. Und ich zeige euch das einmal ganz dezent. Vielleicht fällt euch ja etwas auf. Hier ist die Blu-ray von Das Geheimnis von Schloss Monte Cristo. Und hier ist die Blu-ray von Der unsichtbare Tod. Fällt euch hierbei etwas auf? Ja, das ist also das Hauptfilm-Double-Feature auf der Blu-ray. Es ist zweimal dieselbe Blu-ray. Und ganz im Ernst, ich verstehe es ja irgendwie, dass man natürlich, wenn man zwei Filme als Double-Feature auf derselben Blu-ray bringt, dass man dann natürlich für die Fans der Filme jeweils zu den beiden Filmen auch entsprechende Cover bringen möchte. Das macht ja alles mehr als nur Sinn. Und man muss ja auch wirklich dazu sagen, sowohl vom unsichtbaren Tod als auch vom Geheimnis von Schloss Monte Cristo gibt es ja wirklich tolle Cover. Und es war ja nicht so, dass ich mich da sofort für diese Cover entschieden habe. Nein, da waren auch noch andere coole Motive dabei. Aber ich hätte das eigentlich ganz gerne gewusst vorher, weil ich bin jemand, ich habe nicht unbedingt gerne dieselbe Blu-ray und denselben Film x 100.000 Mal in der Sammlung, so viel Platz habe ich nicht und meiner Meinung nach wäre in diesem Fall die absolut richtige Entscheidung gewesen, wenn man sagt, man bringt das Ganze als Double Feature, man hat ein und dieselbe Blu-ray, dann sollten aber auch beide Filme und beide Titel dieselbe Spine-Nummer haben, so wie es beispielsweise CMV bei der Trash Collection immer wieder gemacht hat, wo es auch Double Feature gab mit Covern zu jedem Film, aber beide haben dieselbe Spine-Nummer und man kann sich quasi für ein Cover für einen Film entscheiden,
Oder halt beide, wenn man will. Nur, in diesem Fall bekommen wir eben beim unsichtbaren Tod auf dem Frontcover den Hinweis auf das Double Feature, beim Schloss Monte Cristo nur auf dem Backcover den Hinweis auf das Double Feature und bei keinem von diesen Backcovern steht ansatzweise dabei, was dieses Double Feature ist. Man könnte also einfach annehmen, dass es sich dabei bei dem Double Feature um den kostenlosen Grusel-Bonus Film auf DVD handelt und nicht eben um den zweiten Film, der noch einmal separat mit einer extra Rückennummer auch noch einmal in der Reihe veröffentlicht wurde. Das ist wieder etwas, da komme ich mir ehrlich gesagt verarscht vor. Das ist wieder ein Fall meiner Meinung nach von absolut mangelhafter Informationspolitik und vielleicht muss man dazu sagen, hab ich das irgendwo übersehen? Aber wenn man sogar, wenn man ein Hörspiel als Bonus draufpackt, auf dem Cover dazu schreibt, inklusive der Hexenfluch, bla bli bla bla, dann hätte man das in diesem Fall auch machen können. So fühle ich mich in diesem Fall tatsächlich getäuscht und habe wieder einmal dieses Problem, dass ich eine VÖ in der Sammlung neu habe, mit der ich nicht 100% zufrieden bin. Danke übrigens an einen Zuschauer. Ich weiß nicht, ob es dir recht ist, dass ich deinen Namen nenne, deswegen anonymes Danke an einen Zuschauer, der mich tatsächlich auf Facebook auf diese Problematik aufmerksam gemacht hat vor ein paar Tagen und das quasi vor mir bemerkt hat. Aber damit ist der Rant-Modus vorerst einmal over. Schauen wir mal, ob es die VÖs dann auch Ende des Jahres irgendwo auf die VÖ-Fails-Liste schaffen. Aber das wäre wieder mal etwas, was mir absolut wehtut, weil holy freaking hell ist dieses Cover-Artwork von Der unsichtbare Tod geil. Wir sehen mehr oder weniger eine deformierte Geistergestalt, die ungefähr irgendwie so aussieht, als würde ein Kampfkoloss aus Mary Shelleys Frankenstein-Universum mit aufgeklebter Arnold Schwarzenegger-Terminator-Gedächtnisvisage irgendeinen Charakter auf einen Friedhof tragen. Offensichtlich ist das Haus an der Friedhofmauer nicht mehr unbewohnt. Und wir bekommen die Gates of Hell geöffnet mit einigen ganz offensichtlich inspirierten Zombie-Schädeln, die hier aus dem Boden schauen. Aber ganz ehrlich, schaut euch diese Zombie-Fressen einmal kurz an. Das ist ein wirklich geil gezeichnetes Cover. Das ist ein wirklich, wirklich schönes Cover. Natürlich, wenn wir, so wie wir hier das gerne machen, ganz ins Detail schauen, dann merken wir schon so ein bisschen, dass dieses Cover offensichtlich jetzt auch nicht in der absolut perfekt scharfen Druckauflösung mehr vorlag. Aber wir sind weit davon entfernt, irgendwelche Kompressionsspuren zu sehen oder gar irgendwelche störenden Elemente auf diesem Cover. Im Gegenteil, ich finde das Cover eigentlich angenehm bunt, angenehm schön, angenehm anschaubar. Und es gefällt mir unfreaking fasslich gut eigentlich. Aber mit dem Blick auf den Spine, wo wir eben erfahren über ein paar Screenshots von dem Film, über das Bonusmaterial, so wird es auch dieses Mal wieder ein Euro-Kult-Booklet geben. Es gibt einen Audiokommentar, unter anderem mit Gerd Naumann. Wir bekommen die Inhaltsangabe vom Film, ein paar, nicht alle, interessanten Informationen rund um die Ausstattung und das Bonusmaterial von der Edition und dann eben hier drinnen einerseits das Double Feature mit den beiden Filmen auf der Blu-ray, hier unten wie üblich bei der Eurocult Collection unsere eigene Nummer, beziehungsweise dann Tormented Terror, aka Turm der schreienden Frauen, als Bonusfilm auf DVD. Das ist übrigens auch ein interessanter Titel, das war nämlich sogar der zweite Titel, der damals, als das große X das Labelforum auf DVD-Forum.at hatte, sogar in einer extra limitierten DVD-Forum.at Forums-Edition als große Hardbox veröffentlicht wurde, die in meiner Sammlung natürlich ebenfalls steht. Wir können jetzt einmal durch das Frontcover blättern, auch hier beispielsweise noch einmal ein wahnsinnig wunderschönes Cover-Artwork, das ich ebenfalls großartig finde. Hier dann das, was wir hier auf dem Mediabook als Frontcover gesehen haben. Wir merken, es ist dieses Mal, da ist was im Busch. Wir bekommen ein Booklet, das eben wie bei den Euro-Kult-Booklets dann eben üblich nicht wie bei Tenebrarum in schwarz ist, sondern in weiß gehalten grundsätzlich mit anderen Postermotiven, die hier, finde ich, auch wirklich cool aussehen. Da merkt man wirklich, dass man bei diesem Film auf eine Vielzahl an großartigen
Cover-Artworks zurückgreifen konnte. Es ist eigentlich ein schönes Mediabook, aber mit dieser, muss man eigentlich fast sagen, fast vertuschten Double-Feature-Geschichte bleibt bei mir trotzdem ein ziemlich fader Beigeschmack trotzdem bestehen.